Ja, jetzt darf ich bei mir begrüßen Dr. Jan Niederdörkl. Ich schaue jetzt genau nach, dass ich keinen Blödsinn sage, Facharzt für Innere Medizin, Universitätsklinik für Notfallmedizin der MedUni Wien, heute mit zwei seiner Kollegen bei uns, bei der Mannschaft. Ich darf dich, lieber Jan, einmal bitten, was habt ihr hier heute grob umrissen mit unseren Spielern und Trainern gemacht? Wir freuen uns vor allem sehr, dass wir da sein konnten, weil das, was wir heute gemacht haben und das, was das Ziel war, ist, dass wir ein Reanimationstraining machen. Also, dass eben eine kurze Vorstellung darüber gegeben wird, was man machen kann, wenn jetzt wirklich ein Spieler, ein Kollege oder einfach jemand auf dem Boden liegt und nicht mehr ansprechbar ist, was da für Handlungsmöglichkeiten gibt. Und das haben wir versucht, der Mannschaft da jetzt einmal näher zu bringen und gemeinsam zu üben. Sehr gleich meine Frage, wie brav unsere Burschen mitgemacht haben. Die haben ein sehr intensives Programm auf einem Trainingslager mit anstrengenden Trainingseinheiten etc. Also der Tag ist relativ vollgepackt. Waren Sie sehr engagiert, durchschnittlich engagiert oder habt ihr ein bisschen nachhelfen müssen? Na, also ich bin total begeistert, was das betrifft, muss ich sagen, weil also wir wissen ja, dass erstens das Tagesprogramm sehr eng ist, außerdem liegt jetzt eine Mahlzeit noch gar nicht so lange zurück und also in dieser Situation da jetzt irgendwie zugänglich zu sein für was Neues, das hat super funktioniert und die Motivation war zu sehen, es sind viele Fragen gekommen, das hat wirklich Spaß gemacht. Ist jetzt natürlich schwierig, in einer kurzen Antwort reinzupacken, aber betrifft ja nicht nur Sportler, dass sie diese Schulung oder dieses Know-how übermittelt bekommen, sollte jeder von uns haben. Was sind die allerwichtigsten kurzen Tipps, die man auch auf diesem Weg vielleicht unseren Zuseherinnen und Zusehern geben kann, worauf man achten muss, wenn es zu einem Notfall in diesem Bereich kommt? Also das Allerwichtigste, und zwar wirklich überdimensional, ist, dass man mal in die Situation hineingeht. Also dass man wirklich erkennt, da ist etwas, was ich tun kann, da gehe ich hinein und da bringe ich mich ein und da helfe ich. Ich glaube, das ist wirklich auch die größte Hürde, die man überwinden muss, wenn man nicht gewöhnt ist, da aktiv zu werden. Und das wäre mir mit Abstand das Wichtigste. Und das Nächste natürlich das Erkennen, ob da eine normale Atmung vorliegt oder nicht bei jemandem, der nicht ansprechbar ist. Und dass man im Zweifel beginnt zu reanimieren, so wie es viele vielleicht auch im Erste-Hilfe-Kurs schon gelernt haben, dass man einfach wirklich diese Hemmungen überwindet und dass man tut und dass man sich sagt, ja, ich kann helfen und diese Herzdruckmassagen dann auch wirklich durchführt. Frage, du und auch deine Kollegen, wie ich annehme, sehr fußballaffin, habt damit sehr viel Freude hier gemacht. Was geht da oder ist in euren Köpfen vorgegangen, als das bei der Europameisterschaft mit dem Eriksen passiert ist? Was denkt man sich da dabei und haben die, wie man das von der Ferne beurteilen kann, haben die alles richtig gemacht? Er hat ja Gott sei Dank überlebt und sich schon wieder zu Wort gemeldet. Es ist natürlich für mich sehr schwierig zu beurteilen, ob die alles richtig gemacht haben, im Sinne von, wir sind ja ganz andere Bedingungen gewöhnt und die kann man sicher auf ein Fußballfeld nicht anwenden. Also ich muss sagen, es ist durchaus so, dass meine Kollegen und ich oder Kolleginnen und Kollegen und ich im Jahr ungefähr 300 solche Reanimationen an unserer Abteilung durchführen und das ist für uns etwas sehr Gewohntes und es war für mich umso erstaunlicher, dass es in der Situation und am Spielfeld etwas sehr Ungewohntes war. Also in diesem Szenario des Stadions und am Fußball Rasen und wie soll man sagen, diese Sportidylle und dieses Sportfest durchbrochen von einer Reanimation, das war auch für mich etwas sehr Ungewohntes. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuseherinnen und Zuseher, die jetzt sagen, das wäre eigentlich gescheit, dass sie auch einmal wieder auffrischen oder überhaupt das erste Mal machen, wo kann man in Österreich sich sowas aneignen? Also ich möchte jetzt keiner speziellen Rettungsorganisation besonders Werbung machen, aber ich glaube, es bieten alle großen Rettungsorganisationen solche Kurse an und sie sind überall gut und man kann überall was lernen und einfach machen, tun. Bei uns jetzt unser Vereinsarzt, Dr. Thomas Balzer. Thomas, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst. Jedes Jahr im Trainingslager oder zweimal im Jahr im Trainingslager gibt es auch ein medizinisches Thema, das von dir oder einem deiner Kollegen angesprochen wird. Diesen Sommer ein spezielles Thema. Was hast du dir dieses Mal ausgesucht? Dieses Jahr haben wir das Thema Reanimation uns vorgenommen. Nicht zuletzt natürlich aufgrund der Umstände, Europameisterschaft, Eriksen, aber ich möchte das auch nicht nur fußballspezifisch sehen, sondern wir haben auch immer wieder das Problem oder können in die Situation kommen, dass wir privat Notfälle erleben, in der Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und deswegen sollte man das Thema Reanimation immer wieder sozusagen am Laufen halten. Man sollte das üben und wir haben heute und dieses Jahr im Trainingslager eben durch eine Kooperation mit der MedUni Wien drei sehr kompetente Notfallmediziner vor Ort, die gemeinsam mit der Mannschaft verschiedene Eckpunkte geübt haben
Und so wie ich das jetzt sehe, ist das irrsinnig gut angekommen und waren alle sehr engagiert bei der Sache. Das wollte ich noch fragen, hat wahrscheinlich, so makaber es klingt, geholfen, dass es einen Kollegen, der unsere Spieler getroffen hat, mit dem Eriksen bei der Euro. Also das ist ein Thema, das auch den Spielern unter die Haut sozusagen geht. Absolut. Und es hat sicher zur Sensibilisierung beigetragen. Aber Notfallsituationen gibt es leider nicht nur oder gibt es sehr häufig, nicht nur beim Fußball. Und deswegen ist es immer wichtig, hier zur Sensibilisierung beizutragen, zu üben, um die Scheu zu verlieren vor etwaigen Hilfestellungen, die eigentlich in der Situation kann man kaum was verschlechtern. Das heißt, man muss es nur trauen und man traut sich es dann, wenn man es häufig übt. Und das war der Sinn der ganzen Angelegenheit. Hoffentlich haben alle viel gelernt und werden es nie brauchen oder nie müssen einzusetzen. Danke, Dr. Thomas Bald. Gerne, danke auch. Alles Gute.